Hey, willkommen zurück hier am Donnerstag. Schön, dass du wieder da bist. Immer noch hier aus München, aus dem Englischen Garten. Und heute soll es darum gehen, drei Tipps, die dir dabei helfen, deine Gespräche, deine Flirts mit Frauen zu sexualisieren. Das ist eine Sache, die ich immer wieder mit meinen Coaching-Teilnehmern bespreche. Aber nicht nur mit den Coaching-Teilnehmern, sondern auch mit anderen Männern, die da auf mich zukommen. Das ist eine häufige Frage, die aufkommt. Deswegen will ich sie in diesem Video einmal klären. Und die erste Sache, und da haben wir schon oft drüber geredet hier auf diesem Channel, ist der Einsatz von Stille im Flirt oder Stille im Gespräch allgemein. Ich habe dir ja schon oft gesagt, Stille am Anfang des Kennenlernens ist nicht so optimal, denn gerade am Anfang, wenn du jetzt die Frau kalt angesprochen hast, dann willst du nicht so viel Stille aufkommen lassen. Das macht nur unnötigen Druck, ist meistens unangenehm und sorgt dafür, dass die Frau sich aus der Situation entfernt. Wenn es dann aber weitergeht, wenn ihr euch ein bisschen kennt, ihr habt euch ein bisschen kennengelernt und ja, ich sag mal so, ihr habt euch ein bisschen aneinander gewöhnt, beide sind komfortabel damit, zusammen unterwegs zu sein, dann kannst du Stille wunderbar einsetzen, um sexuelle Spannung aufzubauen, wenn du es richtig machst. Das Erste, was du dabei wissen solltest und was wichtig ist, dass du erstmal in der Lage sein musst, Stille ruhig ertragen zu können. Wenn du also eine Frau in die Augen schaust und es herrscht Stille und du kannst das aber gar nicht ertragen, zum Beispiel bist du auch mit deinem Augenkontakt dann wieder weg, guckst woanders hin oder kannst die Stille nicht halten, dann ist es erstmal schlecht. Und Stille trainieren, das kannst du mit jeder Person machen. Das musst du nicht unbedingt mit Frauen, mit denen du flirtest, machen. Das kannst du auch gerne mit anderen Männern, mit anderen Personen machen. Trainiere einfach mal, ruhig zu sein, anderen Leuten in die Augen zu schauen und nichts zu sagen. Da baut sich Spannung auf, gerade unter Männern baut sich, könnte man sagen, aggressivere Spannung auf. Aber übt das mal ein bisschen. Das ist am Anfang unangenehm, aber das ist eine ganz wichtige Grundfähigkeit, um Spannung aufzubauen, weil das ist ja auch nichts anderes. Sexuelle Spannung, da steckt ja der Begriff Spannung auch schon drin. Und um diese sexuelle Spannung aufzubauen, möchtest du eben genau das machen, nämlich in der Lage sein, still sein zu können. Und wie du das dann ganz praktisch umsetzt, ist eigentlich ganz einfach. Ein bisschen Gespräch mit der Frau, und ich habe das manchmal, wenn, ich habe das Beispiel schon mal in einem Video genannt, ich bin irgendwie auf meinem Balkon mit der Frau, sie ist bei mir zu Hause, wir haben irgendwas gekocht, jetzt haben wir uns noch einen Wein gemacht und sind irgendwie entspannt auf dem Balkon unterwegs, und dann gibt es einfach Momente, wo man so ein bisschen voneinander steht, dann hat man ein Gesprächsthema, redet darüber und nimmt sich dann einfach mal einen Moment, hat wirklich Augenkontakt mit der Frau und sagt einfach mal nichts. Und wichtig dabei ist auch, dass du in dem Moment deine Gestik oder deine Mimik nicht veränderst. Also nicht irgendwie mit einem Lachen reagierst oder mit einem Grinsen. Also ein leichtes Grinsen ist in Ordnung, das hat so ein bisschen was Freches, Spielerisches. Aber zu sehr baut das dann wieder Spannung ab. Also das ist auch eine ganz wichtige Sache zu wissen, die ich schon oft erklärt habe. Durch Lachen oder durch Grinsen bauen Menschen Spannung ab. Ja, das kannst du mal erleben, wenn du Spannung mit Leuten aktiv aufbaust. Meistens lachen die, sagen irgendwas oder grinsen, um die Spannung halt wieder abzubauen. Das ist so ein ganz klassische Sache, die Menschen da machen, um Spannung abzubauen. Also, wir sind wieder auf dem Balkon in der Szene, und du hast einfach starken Augenkontakt mit der Frau und baust da eben Spannung auf, indem du nichts sagst, indem du verbal auch kein Feedback gibst. Und das baut Spannung auf. Zum einen kann das eine sexuelle Spannung aufbauen, es kann aber auch zum anderen eine leicht bedrohliche Spannung aufbauen, je nachdem, wie gut die Frau dich halt kennt. Wenn die Frau dich nicht so gut kennt, dann kann das auch eine leicht bedrohliche Spannung aufbauen. Und auch mit dieser leicht bedrohlichen Spannung kann man durchaus arbeiten, wenn man es richtig macht, wenn man es nicht so übertreibt und nicht zu viel macht. Denn sexuelle Spannung lebt auch ein bisschen natürlich von der Gefahr, ja, zu einem gewissen Punkt. Ja, die Frau muss sich sicher sein, okay, du bist kein Axtmörder, aber wenn die Frau trotzdem eine gewisse Spannung und einen gewissen Kribbel und ein gewisses, okay, ein bisschen aufgeregt, ein bisschen nervös bin ich schon, spürt, dann ist das eine sehr gute Sache. Du willst es halt nur nicht übertreiben. Das heißt, du musst dann einfach mal schauen, wie gut die Frau in dem Moment mit der Spannung umgehen kann, wie gut auch du mit der Spannung umgehen kannst, mit dem Augenkontakt, mit dem Nichtsagen in dem Moment, und üb das einfach mal ein bisschen auf verschiedenen Dates. Hab immer mal wirklich Momente, wo du nichts sagst, Momente, wo du nur Augenkontakt hältst, um Spannung aufzubauen. Üb das mal und schau mal, was passiert. Eine der besten Techniken, die du benutzen kannst, um sexuelle Energie aufzubauen, ist Spannung zu halten, eine Frau anzuschauen und mal nichts zu sagen, mal die Klappe zu halten. Und wie gesagt, üb das im Umgang mit Frauen sowie mit Männern, und dann verstehst du relativ schnell, wie das funktioniert. Die nächste Sache, die du machen kannst, um sexuelle Spannung aufzubauen, und ich kann jetzt gerade nicht so viel gestikulieren mit meinen Händen, weil ich muss mich ein bisschen hier an dem Gitter festhalten. Die nächste Sache, die du machen kannst, um sexuelle Spannung aufzubauen, ist allgemein frech zu sein oder die Frau mal zu necken. Ja, du kennst dieses klassische Push and Pull, dieses, wie man das nennt, vor und zurück, dass du der Frau ein leichtes Kompliment machst und das dann leicht wieder wegnimmst. Nicht um böse zu sein, sondern einfach um so ein bisschen spielen
spielerisch zu sein, eine Frau zu necken, frech zu sein, ein bisschen spielerisch sein zu können. Das baut sexuelle Spannung auf und zwar nicht aus dem Grund, warum viele Männer das denken. Also viele Männer denken, nur weil man diese Taktik benutzt, diese Technik des spielerisch Seins, des Neckens, des Push-Impuls, nur weil man diese Taktik benutzt, baut das sexuelle Spannung auf. Aber nein. Die sexuelle Spannung wird wegen was anderem aufgebaut und zwar deswegen, was impliziert ist. Was bedeutet impliziert? Wenn ich zu dir sage, hey Paul Peter, bring mal heute Abend, wenn du zu mir kommst, deinen Fußball und deine Fußballklamotten mit, dann impliziert das, dass wir wahrscheinlich Fußball spielen gehen werden. Das ist in der Aussage impliziert. Genauso impliziert es nun mal dieses Necken, dieses Spielerischsein, dieses Flirten, dass du ein Mann bist, der gut mit Frauen umgehen kann und der eine große Auswahl an Frauen hat. Denn hättest du keine große Auswahl an Frauen, dann wärst du nicht so ballsy, also hättest du nicht so große Eier und hättest nicht so viel Mut, eine Frau zu necken und spielerisch mit ihr umzugehen. Männer, die keine große Auswahl mit Frauen haben, und das wissen Frauen eben auch, sind nicht ballsy, also packen nicht ihre Eier aus, sind nicht spielerisch, sind nicht neckisch, sind nicht frech, weil die nämlich Angst haben, die eine Frau, die sie vielleicht noch haben, zu verlieren. Das heißt, wenn du frech bist, wenn du spielerisch bist, wenn du die Frau neckst, push and pull, wenn du diese klassischen Dating-Techniken machst, dann sorgt das dafür, dass die Frau denkt oder den Eindruck bekommt, du wärst ein Mann mit großer Frauenauswahl. Und wenn sie denkt, du bist ein Mann mit großer Frauenauswahl, dann baut das Attraktivität auf. Das kennst du ja bereits, das ist ein Anziehungsmerkmal. Wenn du viele Frauen hast, wenn viele Frauen auf dich stehen, wenn viele Frauen dich gut finden, dann macht dich das attraktiver und deswegen baut Necken, spielerisch sein, Push and Pull, sexuelle Spannung auf. Und es ist eine Sache, die du auf keinen Fall, die sollte auf keinen Fall im Gespräch fehlen. Wenn du genauer wissen willst, wie du das benutzt, dann kannst du mal bei meinem Programm das sofort noch mehr Erfolg mit Frauen komplett set vorbeischauen. Habe ich hier einen ersten Link in der Beschreibung verlinkt. Denn das jetzt genau zu erklären, würde ein bisschen weit gehen. Da wirst du auf ein Video weitergeleitet, das kannst du dir mal anschauen zu dem Thema. Geht in dem Programm nicht nur um Push und Pull, sondern auch um andere Sachen. Oder du bist im Coaching bei mir, dann kann ich dir das genauer erklären. Aber Push und Pull, spielerisch sein, necken, das ist eine unglaublich starke Methode, um sexuelle Spannung aufzubauen, weil es eben impliziert, dass du Erfahrungen mit Frauen hast und das ist anziehend, das ist sexy. Und die dritte Sache, die du machen kannst, um sexuelle Spannung aufzubauen, du hast es vielleicht schon erraten, du weißt es vielleicht schon, wenn du einige meiner anderen Videos auch gesehen hast, ist natürlich auch Körperkontakt. Dabei möchte ich allerdings dazu sagen, dass es kein unbedingt notwendiges Muss. Also viele Männer sind oft verunsichert und sind dann so, hey Tim, wie kann ich am besten Körperkontakt aufbauen, weil das ist ja schon sehr wichtig. Und ich sage den Männern dann immer, ja, ganz entspannt, das kommt erstens relativ natürlich und zweitens, wenn du dich stresst und in diesem Stress versuchst, Körperkontakt aufzubauen, dann geht das meist nach hinten los, weil das dann nur so gezwungen und so, ja, so unbedingt gemacht wirkt. Also das ist dann meistens eher nachteilhaft. Ganz tolle Sachen, die du machen kannst, das habe ich schon mal erwähnt. Gibt es auch noch mal mehr im Sofort noch mal Erfolg mit Frauen Komplettset, was ich eben schon mal gesagt habe. Erster Link in der Beschreibung. Da sind auch noch mal mehr von diesen körperlich Taktiken drin. Aber was man immer super machen kann, ist, dass man so kurz die Hand nimmt, kurz so mit ihr schlendernd mit der Hand geht, kein Kommentar dazu sagt oder sowas sagt wie, ja, ich muss mal kurz checken, ob das passt. Dann grinst du sie an, schmeißt ihre Hand wieder weg und sagst, ah, ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist übrigens auch klassisches Push and Pull wieder an dieser Stelle. Ich nehme ihre Hand, geh ein bisschen mit ihr in der Hand, dann grinse ich sie an und gucke und sage so, ja, ich muss mal gucken, ob das passt. Ich grinse sie an, weil ich ihr sagen will, okay, das ist jetzt hier nicht wirklich, ich will checken, ob du zu mir passt, ob wir eine Beziehung machen wollen, wir sind auf dem ersten Date, sondern ich spiele nur so, als ob. Das ist ein Rollenspiel, ich tue so, als ob. Dann nehme ich ihre Hand irgendwann und schmeiße sie aber von mir aus wieder weg. Du willst optimalerweise der Erste sein, das ist eine wichtige Grundregel, die du dir unbedingt merken musst, wenn es um Körperkontakt geht. Schreib dir die auf, schreib dir die auf deine Arschbacke. Du solltest der Erste sein, der Körperkontakt initiiert und du solltest auch der Erste sein, der wieder aufhört damit. Also wenn du ihre Hand nimmst, dann bist du auch derjenige, der ihre Hand wieder wegwirft, weil du möchtest nicht, dass die Frau das macht, denn dann kommt es zu diesem Punkt, wo die Frau sich denkt, okay, jetzt wird es unangenehm und jetzt muss ich langsam seine Hand wieder loswerden. Wie mache ich das, ohne fies zu wirken? Besser, du wirfst sie vorher wieder weg und die Frau fragt sich dann, hä, wieso hat er denn jetzt den Körperkontakt wieder abgebrochen? Ich will mehr. Ja, also du gibst ihr erst was Cooles, nämlich ein bisschen Körperkontakt und dann beendest du ihn wieder von deiner Seite aus und dann hältst du ihr sozusagen in dem Moment den Körperkontakt wieder vor. Das kannst du mit dem Händchenhalten machen, wie ich es gesagt habe, bitte spielerisch. Das kannst du aber auch machen, wenn es passt, dass du irgendwie den Arm so ein bisschen um sie legst. Das muss dann aber auch passend sein. Also ich mache manchmal, du willst nicht so den Arm um sie legen im Sinne von, boah, das ist jetzt voll ernst und jetzt kuscheln wir und voll toll, sondern ich mache das manchmal so, dass ich sage, ich
mache dieses Klischee nach, dieses klassische, du gähnst im Kino und umarmst die Frau dabei, Klischee, dieses ich mache das manchmal einfach nach, so und dann lacht die Frau halt, weil sie merkt halt, ich mache es gerade spaßig nach und dann sage ich, was ist denn, das war mein bester Flirt-Move, hat der dir nicht gefallen? Und dann lacht sie vielleicht und sagt so, nein, der war ziemlich schlecht. Ich so, ja, wahrscheinlich. Und dann nehme ich einfach den Arm wieder weg. Das ist, verstehst du? Du möchtest niemals, dass Körperkontakt wie ein großes Ding wirkt. Körperkontakt sollte niemals so wirken im Sinne von, oh, das ist jetzt so diese große Sache, dass jetzt hier Körperkontakt aufgebaut wurde. Wow, jetzt ist hier Körperkontakt. Sondern das soll immer lustig und spaßig und einfach so nebenbei wirken. Also wenn du länger die Frau datest oder wenn du mit der Frau in einer Beziehung bist, dann ist der Körperkontakt ja sowieso selbstverständlich. Aber wenn es die ersten Male dazu kommt, fang du den Körperkontakt an und du hörst besser auch damit auf und dann kann die Frau deinem Körperkontakt hinterherjagen. Dann kann sie sich denken, scheiße, der hat damit aufgehört, aber ich will eigentlich mehr Körperkontakt. Und dann kann sie anfangen, mit dir Körperkontakt aufzubauen. Wenn du die ganze Zeit Körperkontakt aufbaust und nicht damit aufhörst, also den Körperkontakt nicht als erster abbrichst, dann muss sie die ganze Zeit versuchen, deinen Körperkontakt loszuwerden. Und das ist schlecht. Diese Dynamik willst du nicht haben. Aber ansonsten ist Körperkontakt natürlich offensichtlich eine gute Möglichkeit, um sexuelle Spannung aufzubauen, weil das natürlich der erste Schritt zum Sex ist, offensichtlich, aber weil viele Menschen auch, gerade wenn es anfängt, körperliche Berührung zu geben, das erregt natürlich die Menschen auch. Was ich auch manchmal mache, und das ist nach einem Kumpel von mir benannt, das ist die Etzelsche Methode, nach meinem Kumpel Herr Etzel. Und was der gemacht hat, ist, der ist mit der Frau Fernbus gefahren, im Flixbus, und dann saß sie halt neben ihm und er hat gesagt, ja cool, wie war das noch? Ach genau, er saß da auch und dann hat er einfach sich in ihren Schoß gelegt mit seinem Kopf, hat ihre Hand genommen, die auf seinen Kopf getan und meinte, kraul mich mal. So kann man auch Körperkontakt aufbauen. Das ist sehr ballsy, das braucht große Eier, aber das hat halt Herr Etzel gemacht. Deswegen auch die Etzelsche Methode, also die Frau sitzt neben dir oder liegt meinetwegen in deinem Sessel oder in deinem Sofa oder auf deinem Bett oder was auch immer und du legst dich einfach zu ihr in den Schritt sozusagen oder auf ihre Beine und nimmst ihre Hand und sagst, los, kraul mich mal. Das ist gut, weil es sehr dominant ist und gleichzeitig noch relativ entspannt. Ja? Etzelsche Methode, auch eine wunderbare Möglichkeit, um Körperkontakt aufzubauen, um sexuelle Anziehung aufzubauen. Das war's auch hier mit dem Video aus dem englischen Garten. Ich freue mich, dass du dabei warst. Hinter mir in einem Baum wurde eingeritzt Monika und Jens für immer. Und ich frage mich, ob die beiden es wirklich geschafft haben. Vielleicht coache ich den Jens ja mal, damit er eine neue Monika findet. Schön, dass du da warst. Am Donnerstag. Hier links neben mir kannst du mir meinen Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für ein Coaching bei mir bewerben. Und links unten in der Ecke geht es zum letzten Video auf diesem Channel. Schön, dass du dabei warst. Ich freue mich. Wir sehen uns am Samstag wieder. Bis dahin. Ciao.